Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder jede Menge Motorsport. Niki Schelle hat uns eingeladen, Rallye Schelle, zum Bergcup. Wir sind in Wohlsfeld beim Bergcup-Rennen. Es ist Pfingstsonntag in der Früh. Es regnet, wie es hier so meistens in der Eifel ist. Sind wir in der Eifel? Auf jeden Fall werden wir hier heute bei Niki im Auto mitfahren. Motorsportgeschichte schreiben. Ja, genau, so ungefähr, nein. Niki fährt mit einem Lancia Delta S4. Krasses Ding. Erste Auto damals mit Registeraufladung, das heißt Kompressor und Turbolader. Da fahren wir jetzt mal rüber und gucken uns das Ganze mal an. Er hat schon so ein bisschen angekündigt, er ist eher so der Vollgaskandidat. Er kann selbst mit so einem Auto hier nicht langsam hoch und runter fahren, deswegen habe ich ein bisschen Angst hier im Regen und so weiter. Ne? Aber ich glaube, es gibt keinen, der so viel solcher Autos geballert ist wie er. Deswegen wird das schon werden. Ich freue mich drauf, wir fahren mal rüber. So, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Wir haben Marius noch ganz schnell in das Auto reingesetzt, weil die mussten tatsächlich den ersten Trainingslauf jetzt schon fahren. Und da die Leute hier immer nicht wissen, wie viele Läufe sie noch bekommen, ging es jetzt direkt los. Also wir müssen Niki gleich erst abholen und dann stellt er sich vor. Vorstellen muss er sich nicht. Ich habe komplett unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, was für ein Auto das eigentlich ist. Lancia Delta Integrale, nee, Lancia Delta S4, keine Integrale, glaube ich, ist aber auch wirklich nicht mein Alter. Das muss Niki uns gleich erklären, aber das soll wohl gegenüber dem S1 damals wirklich so Maß der Dinge gewesen sein. Das heißt, Zusammenfassung, Motor hinten, Allrad, Kompressor und Turbolader, um die 500 PS, 900 Kilo. Und kostet so ungefähr 300.000 Euro, so ein Ding. Und 300.000 Euro, sagt Niki, ist so ein Ding wert. Und Niki sagt selber, es geht ganz oder gar nicht. Deswegen habe ich auch gleich Marius reingesetzt, weil ich weiß, wie er da gleich hochfahren wird, damit Marius das einmal miterlebt. Das Ganze gehört, dieses Rennteam gehört Bruno. Der hat, ich glaube, 4 Autos davon, etliche Teile und so weiter. Und Niki darf ein so ein Auto fahren, aber den Rest soll er uns dann definitiv gleich selber erklären. Ist auch gut, dass wir eben gerade noch keine Anmoderation gemacht haben, weil ich habe dann doch unterschätzt, wie laut die Autos auch sind. Und da wir hier direkt am Start stehen, war es tatsächlich so, dass hier durchgehend Rambazamba war. Also jetzt fahren die beiden, waren noch die letzten, da stehen schon wieder die nächsten an. Und dann kann Niki mal Hallo sagen. Aber ich denke so, oder? Vielen Dank für das Erlebnis auf jeden Fall. Das war
besonders, das war besonders. Man wollte erzählen, was das ja, ist. Ja, Wahnsinn. Und es ist die Straße halt so. Ja, das war echt knapp, aber ja. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Ding so nach vorne geht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Alter Schwede. Es ist ja außer die Reifen und außer vom Fahrwerk, also es ist ja nichts anderes dran oder was. So ist es 1986 gefahren worden. Wahnsinn. Und jetzt, wenn du dir das vorstellst, du musst ja der Beifahrer dir sagen, wo es hingeht. Ja, dabei, bei der Geräuschkulisse und so ja, weiter. Ja, das ist ja dann weniger. Gut, durch den Gegensprenger, nein, du hörst es schon, aber das geht ja immer vorwärts. Das ist ja so, der hat jetzt nicht irgendwie Verschnaufpause oder so, der hat jetzt nicht, oh, jetzt hab ich, das habe ich aber jetzt gut gemacht, jetzt muss ich mal. Nee, es geht vorwärts. Die ganze Zeit 110%, ja. Wie ich eben gesagt habe, mit so einem Auto, wenn du die Wertungsprüfung bei Rallye, das sind ja 40 oder 50 Kilometer. Und da ist halt der gewinnt, der wo das Auto am längsten am Limit fahren kann. Weil das schaffst du nicht, diese 40 Kilometer so zu fahren. Ja, das glaube ich. Aber krass, wir haben jetzt erst 84 Grad Wassertemperatur gehabt. Mit so einem Rennwagen wäre es ja schon Feierabend gewesen, mit unserem Buden da. Ne? Bei unserem Buden wäre es schon 115 gewesen. Das ist ja einfach krass. Alter Schwede, aber das ist echt, also das, so hätte ich es mir nicht vorgestellt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das bei Regen so möglich ist, also so krass, dass die Reifen das so hergeben, doch so zu fahren. Ja, aber du siehst ja, dass der Grip immer wieder abreißt. Ja, und das, der reißt er alleine ab, wenn die Räder Kraft kriegen. Ja. Und was erst geil ist, er hat einen Kompressor für unten, der hat nicht kein Turboloch. Der hat einen Kompressor für unten und dann geht's oben raus. Ja, ich habe immer so ein bisschen darauf geachtet, wann du Gas gibst. Und sobald du Gas gegeben hast, war eigentlich keine Traktion da. Das war echt krass, ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, Philipp hat mich vorgewarnt, aber das ist so, also das war für den Bauch schon, für dich, ich meine, du hast das Lenkrad in der Hand, aber als Beifahrer ist es schon echt räudig, muss ich schon sagen. Krass. Ey, Kess ist das Schieben gewohnt. Ich bin gleich eingespannt hier. Wir hoffen für den Mann, der schiebt man auch immer zurück. Das ist anders auf jeden Fall. Die erste bis 200. Also erste Kurve habe ich gedacht, ich kotze direkt ins Auto. Alter Schwede. Ist anders als gerade ausfahren, oder? Und die hält auch voll drauf. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ne? Also ich hätte schwimmen können, wir haben die Leitplanke getroffen. Wirklich? Und er sagt, das waren vielleicht 40%. Ja, also. Ich weiß auch gleich, wie. Ja, wir hatten ein bisschen Sorge mit dem Kaltstart da vorne. Aber. Alter Schwede. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Da haben wir gleich den richtigen. Du siehst 1,6 Kilometer und ich bin doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Kannst du das ein bisschen verstehen? Ja, Hammer. Hammer. Absolut. Die Übersetzung, das ist krass, wie das so, dass es konstant so nach vorne geht, hätte ich nicht gedacht. So, erstmal, das ist Herr Schelle, ihr werdet ihn ja kennen. Erstmal vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Ja, ich freue mich. Ich habe schon so ein ganz bisschen was zu dem Auto erzählt. Okay. Ich habe es allerdings komplett unterschätzt. Also ich wusste nicht, dass das Ding so krass, besonders technisch und innovativ etc. war damals. Genau. Das ist also wirklich das absolute Highlight in der Gruppe B. So, Gruppe B, sagst du? Ja, genau. Gruppe B, also das Ganze ging ja los, dass Audi ja schon angefangen hat und dann wurden die Dinger ja immer besser und noch geiler. Und dann irgendwann ist Lancia nachgezogen, die haben ja Heckantrieb gebaut und haben gesehen, ohne Allrad geht nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir wirklich in die Vollen, weil Ansprechverhalten, wem soll ich da irgendwas erklären? Also wie dir ist es eben so, dann haben sie gesagt, sie bauen unten einen Kompressor ein, der wo umschaltet, dass unten aus dem Turbo kommt. Und in diesem Auto ist eigentlich der Gruppe B Wahnsinn komplett vereint. Also es schiebt von unten, es geht nur vorwärts, es ist ein Wahnsinn. Es ist halt wirklich ein Wahnsinn. Also ich erzähle es ja immer wieder, wenn ich da ins Ring komme, kann ich einfach über die Tage lang reden. Aber es ist halt so, man muss es einmal erlebt haben, dann ist man infiziert von dem Virus und ich bin mir sicher, das wirst du auch sein. Das ist auch genau der Grund, warum ich mich so freue, hier zu sein, weil ich wusste, wenn Niki hier in seinem Metier erstmal ist, dann geht es erstmal richtig los. Du sagst doch selber immer, du bist dann auch Typ Fahrer, auch eher so Typ Draufgänger in dem Fall. Wenn du ja einmal drin sitzt, ist halt rechtes Gas, ne? Ja, es ist halt wirklich bei dem Auto, man muss ja sagen, es hat, glaube ich, 16 Werksautos gegeben, wo es dann über 10 ist, dann nur im Museum oder hat sich einer gekauft. Aber hier, der Bruno gibt die Autos ja, zum Fahren her. Ja. Und dann ist es so, wenn jetzt dort stehst, die volle Ehrfurcht da. Aber die Scheiße ist, wenn ich drin sitze und einen blöden Helm aufsetze, ist alles komplett rum und dann geht es nur vorwärts. Und wenn du oben den Helm wieder runter tust, denkst du, oh Gott, was hast du gemacht? Das Ding kostet 300.000 Euro. Krass, krass. Das heißt, es kann hier schon immer mal was passieren. Es kann immer was passieren. Jetzt bei den Bedingungen, es ist einfach Wahnsinn. Die vier Räder spulen, es geht einfach vorwärts und es ist der Fall absolute Wahnsinn. Das heißt, mit wie viel PS fahrt ihr jetzt hier heute so? Ja, da haben wir gleich den richtigen. Mit wie viel PS fahren wir denn hier heute? 55. 55? Ja.
Wird es ein bisschen Regen? Und okay. 55 und da ist auch jeder Gang gleich. Also es ist nicht so, dass das Ding unten noch ein bisschen gedrosselt ist oder so? No, no, nee, jeder voll. Es geht einfach nur voran, weil man muss das ja jetzt von dem her sehen, so wie es jetzt halt ist, das was an Reifen jetzt möglich ist, das war es ja vor, also 1986, vor 35 Jahren oder so, war das ja nicht. Da waren die Reifen zwar auch glatt und haben kein Profil gehabt, aber die haben das ja gar nicht herhalten können. Und jetzt hat allein dieser Regenreifen oder sowas, der arme Hund weiß ja nicht, dass er komplett überfordert ist von vorn bis hinten. Der hat keine Verschnaufpause. Das ist einfach der Wahnsinn. Das heißt, das Auto ist wirklich so wie damals, nur jetzt durch Thema Reifen so noch mal besser geworden. Reifen und Fahrwerk ist jetzt noch mal besser. Und deswegen ist halt jetzt halt eigentlich wirklich das Unglaubliche. Krass. Gibt es für dich irgendwas, was noch geiler fährt, oder kommen wir hier schon ziemlich nah an dem ran, was du am liebsten jeden Tag fahren würdest? Genau. Es gibt eigentlich nichts anderes. Es ist ja von dem her, ich bin ja schon große Rallyes abgefahren, da fährst du dann Verbindungsetappe, also im Ort musst du ja von A nach B auch fahren mit dem Auto. Und da ist halt eigentlich der Wahnsinn, da merkst du dann diese Fahrbarkeit, dass die auch da ist. Also du kannst das alles machen. Es ist natürlich jetzt nicht, dass man sagt, man fährt irgendwie in Urlaub oder sowas, aber es ist einfach das Gefühl, auch wenn ich jetzt bloß 50 im Innerorts fahre, weiß ich, was da brachial hinten dort hängt und was man machen kann, und deswegen ist es einfach mein Auto. Ja, ihr merkt, Niki ist genau hier Torle. Ja. Nicht auf der Rundstrecke, nicht auf der Autobahn, genau hier. Ne? Ja, das muss man ehrlich sagen. Ich stelle mir extrem vor, dadurch, dass das ja Motor hinten ist. Weißt du, wenn das Motor vorne wäre mit dem Allrad und so, wäre das wahrscheinlich deutlich entspannter, wie wenn du jetzt diesen Mittelheckmotor da so drin hast, oder? Oder ist der wirklich so einfach zu fahren, dass selbst das einfach ist? Also man muss ja wirklich sagen, die Achsgeometrie, das ist alles von 1986 oder 85, aber der vorrangig entwickelt. Da kann man jetzt nicht sagen, dass der optimal ausgewogen ist. Für damalige Zeiten war es top. Und jetzt kann man natürlich immer wieder, da müssen wir das noch machen oder da. Aber es ist einfach so, ich kann mich adaptieren. Bruno hat vier von den Autos, ich bin außerdem der Einzige, wo alle vier fahren dürfen. Und von dem her, wenn ich einfach reinfahre, dann wird der Schalter umgeschaltet. Okay, Lancia, der S4. Los geht's. Und los geht's. Weil ich könnte mir vorstellen, das Gegenstück dazu, der S1 mit dem Motor vorne, mit dem 5-Zylinder, dass der deutlich, ich sag mal, gerade so im Regen noch mal entspannter fährt als sowas, oder? Ja, er untersteuert halt mehr. Weil der untersteuern ist ja in Anführungsstrichen mehr Sicherheit. es ist halt so, weniger da Spaß. Kommt dann schon, ja, da kommt aber dann halt hier auch mal irgendwann das Heck. Und das ist halt das. Das könnte man mal auf dem Flugplatz ausprobieren oder auf breiteren Straßen, aber hier ist es so, du ziehst den ganz leicht aus dem Eck und dann weißt du nicht, wenn der nächste kommt und er spult noch mehr, ob er dann auch weiter so bleibt. Weil wenn es dann wirklich ins Gemüse abgeht, kann nicht recht viel außen rum, das tut dann weh. Getriebe ist aber normal Haargeschaltung. Genau, wir haben Haarschaltung und jetzt läuft er. Jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen, die haben das Auto entkleidet. Dann sieht man hinten die Ladeluftkühler, einmal Kompressor, einmal Turbo, das ist ja alles doppelt. Das ist halt eigentlich. Das wird jetzt tonmäßig gerade zu laut sein hier, aber wir gucken mal kurz. Genau. Ein Wunder bei dem Auto. Da ist es. Da ist die Power. Bei dem Auspuff wundert es mich nicht, dass es ein bisschen laut wird hier. Das ist ja wirklich Turbolader, Auspuff, Base Gate drauf. Fertig. Geil. Es ist halt so, wenn man auch sieht, vom Rallye fahren hier. Natürlich, in erster Linie sollte man ja vermeiden, dass man irgendwo gegenfährt. Aber wenn es halt hier mal dann. Ja, vor allem, wenn du hier so mal einschlägst, ist halt schon viel kaputt. Technik machen wir gleich auf jeden Fall noch mal ganz kurz. Wie ist das heute hier? Geht es hier nur um die goldene Ananas oder ist das für dich schon Wettkampf hier? Gut, im Endeffekt ist jetzt heute ja nur Training und morgen ein freies Fahren, aber es ist halt so, wenn es gegen die Uhr geht, ist es eine Nummer, wenn ich natürlich einen Philipp mitnehme, ist es eigentlich die gleiche Nummer. Also von dem her kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass irgendwie halt rum. Nein, es ist wirklich so. Wenn ich dieses Auto habe, werde ich den Modus einfach umgeschalten, dann wird von Anfang bis Ende halt einfach nur gefahren. Aber der Bruno macht das rein aus Spaß. Ja, Bruno ist ein sehr bekannter Bergrennfahrer, der hat schon eigentlich alles gewonnen. Ah, okay. Er hat Tourenwagenrekorde aufgestellt. Er ist mit dem Auto komplett verwachsen. Deswegen ist geil, er fährt jetzt auch hier. Deswegen, also das freut mich halt absolut. Und wenn ich halt einfach da ist, er ist halt ist der Delta S4 für mich. Er weiß halt einfach, was Sache ist. Er sieht, er schaut so. Es muss jetzt nicht einfach der Spaltmaß-Top sein, sondern er muss einfach Vollgas gehen. Und das macht der Bruno und das ist das Geile. Aber ich merke, du bist hier genau zu Hause. Das ist genau dein Ding.
Ja, jetzt hast du mir ein bisschen Angst gemacht vor der Fahrt gleich. Nee, war natürlich nicht meine Absicht. Weil wenn Niki schon sagt, für ihn ist es das Gleiche wie Rennen, dann wird es gleich wird's spannend. Ja, ich muss selber gerade mal gucken. Ich würde sagen, das hier ist der eigentliche Kompressor. Ja, sieht für mich auch so aus. Genau, hier haben wir den Turbolader. Turbolader saugt an und drückt die Luft. Hier in den Ladeluftkühler. Und von hier geht es durch den Kompressor. Krass. Also der Turbolader. Ja, genau. Jeder hat ein. Ja, was heißt jeder? Der Turbolader drückt die Luft in den Kompressor. Und vom Kompressor geht es nochmal hier durch rein. Jetzt ist hier allerdings noch eine Klappe zwischen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann aufmacht und zumacht. Also, dass der Kompressor unten raus gleich drückt, dann ist die Klappe zu. Und irgendwann, wenn der Turbolader anfängt aufzubauen, pustet der entweder durch oder verdichtet halt noch weiter. Weil Teilers gab es nicht. Also es gab entweder Bremsen oder Querfahren. Dazwischen gab es nicht viel. Ja, für die keinen Rennsport betreiben, wäre es undenklich, so ein Auto halt wirklich hier heute Morgen um kurz vor 9 anzumachen und keine 100 Meter da hinten gleich einen Start hinzulegen. Ja, wir hatten 16 Grad Wassertemperatur. So, das ist halt für die Laien undenklich, aber es ist halt bei solchen Events einfach immer so, es geht halt nur so. Ne? Andererseits hast du dadurch natürlich oben raus keine Probleme, weil es halt schön kalt ist. Ja. Wir kamen oben an mit 84 Wasser oder so. War eingefahren. Ja, oder war. Ja, vor allem auch Erste wird ja Hölle lang sein, auch bei solchen Getränken. Ja, auch Erste total empfindlich. Also er hat das nur so angetippt, dann waren es gefühlt schon 4000. Also ist halt ein Rennsport, ne? Ist halt irgendwie eine andere Nummer. Aber das hat mein Leben verändert auf jeden Fall. Guck mal, wie das, der ist noch, wo nur der Turbolader rein ist, so richtig kalt, da muss er auch schon mehr machen. Aber ich glaube, es geht nur so, dass das Auto jemand fährt, der da. Der es fühlt. Ja, aber der es finanziell nicht fühlt. Ja. Weißt du? Weil, ja, so ist zumindest, also ein schlechtes Gewissen würde er auch haben, aber Alter, manche Leitplanke war so eng, da denkst du dann, oh, die Felge oder der. Das muss dem Fahrer halt egal sein. Aber echt doch so. Niki hatte eben gerade kurz erklärt, das Einzige, was hier eigentlich noch Lancia Delta dran ist, ist, die Frontscheibe muss original sein und die Türen. Von der Form her. Okay. Also nicht die Tür. Also sonst ist ja alles hier Gitterrohrrahmen und der sagt halt auch schon, brauchen wir die Form. Wenn du mit dem Ding hier einschlägst, ne? So, das reißt im Zweifel einfach ab. Was ich mir auch brutal vorstelle, ist, es ist ja eigentlich schon ein Mittelmotor. Das ist ja eigentlich ein Mittelmotor mit Allrad. So, das ist schon, boah. Ja, es war auch klanglich schon echt gut laut. Also. Zornig. Glaube ich. Ja, gut. Soll das blau sein? Ja, genau. Direkt raus, ja, sehr gut. So, wenn Niki einem empfiehlt, bring lieber deinen Rennanzug mit und zieh ihn an. Ne? Dann weißt du, was los ist. Dann weißt du Bescheid. Was gleich geht. Ja. Aufgeregt? Nö. Er macht das schon. Ist halt, man darf halt nicht vergessen, gegenüber so einem aktuellen Cup Porsche oder so, ist das halt ein echt unsicheres Auto, ne? Ja. So, also, ja, deswegen. Also da hat man in jedem DTM-Auto, GT3-Auto etc. ist alles natürlich 10-mal sicherer als jetzt so ein Ding. Aber wird schon. Gespannt. Was sind das jetzt hier für Geheimtricks? Die müssen ja angefeuchtet werden. Und in meinem Alter ist die Spucke nicht mehr so hoch. Also, ja, und dann okay. Muss man das halt hier auf einfachsten Weg machen. Der Cockpit auf jeden Fall recht spartanisch hier. Raddruckanzeige, Wischer, Scheibenheizung und das gute alte Stack-Display. Und dieses Stack-Display wurde so ein bisschen abgelöst von den ganzen digitalen Displays, hier das ADU und so, wie wir bei Marius und Golf hatten, aber das war halt früher Maß der Dinge. Ich weiß noch, da musste man natürlich im Vorfeld angeben, wie weit der Drehzahlmesser gehen soll. Und dann hat man sich das passende Display gekauft. Elektrische Servolenkung hat er. Bin ich gespannt, was Herr Schelle hier gleich raushämmert. Wo ist der Bruder? Faktisch ist es soweit, okay. Jetzt ist er warm, jetzt funktioniert alles. Jetzt ist er warm. Jetzt ist er warm, das hören wir doch gerne hier. Ah, 59 Wasser, der ist warm. Das ist gut, wenn du das sagst, dann kann es natürlich. Das reicht. Aber du musst auf meine Temperatur. Ich habe jetzt nicht 37, sondern ich bin glaube ich bei 42. Also ich bin wirklich auch heiß. Das kannst du wirklich glauben.
Aber jetzt gerade wird da jetzt schon immer eine Zeit gemessen. Auf jeden Fall. Die messen schon immer so ein bisschen. Es wird ja immer, jeder will ja mein Auge mal Pi wissen, wie es läuft, dass er weiß, wie er da steht. Ha. Oh, jetzt muss ich schreien, weil das wird laut hier drin. Jetzt geht los. Lass es warm laufen. Also ich sehe, wir hier bei einer Leerlaufdrehzahl von 3000 Umdrehungen. Sympathisch. Wie hoch drehen wir? Wie weit kannst du den so drehen? Wie hoch kann ich drehen? 9000. Was wir aber nicht blitzen werden. Wir werden nicht 9 drehen. Die Grenze ist bei 9,7. Also, dreht bis 9,7, das hat schon einen Grund, warum der Drehzahlmesser bis 10.000 geht, weil das Ding dreht nämlich tatsächlich zu weit. Geil ist, ich spüre ein leichtes Vibrieren unterm Hintern. Nicht nur über dem Hintern, es ist wirklich alles außenrum. Du merkst jetzt hier, wenn wir schon bloß um die Ecke fahren, ist das Auto verschwankt für die optimale Traktion. Und alles will jetzt einfach nur los. Feuerlöscher ist auch im Start. Aber eine richtige Löschanlage hat er gar nicht, ne? Nee, brauchen wir nicht. Wenn wir sitzen auf, also beim Rallye-Auto sitzt er auf dem Tank, dann ist das alles gut. Der Sound ist auf jeden Fall geil. Man hört sofort diesen Kompressor raus. Der genau, du hörst, wie er am Gas hängt, was er gleich will, einfach jetzt. Das ist halt wirklich das Geile. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich auch immer wieder. Du kennst jetzt aber die Strecke schon so, dass du weißt, welche Kurve, wie, wo kommt das meiste. Ja, es ist natürlich mit jeder Geschwindigkeit ganz was anderes. Du weißt ungefähr von A nach B, aber mehr halt nicht. So, und los geht's. Wir müssen immer warten, bis alles frei ist. Okay.
Hallo, guten Tag. Noch am Leben? War geil. Ja, glaube ich. Na gut. Also Angst hatte ich ehrlich gesagt wirklich gar nicht. So, ja, so soll es ja sein. Erste Kurve schon gemerkt, der weiß, was er da tut. Was allerdings krass war, ist A, wie viel du dann doch so am Arbeiten bist. Also ist irgendwie was anderes gegenüber diesem Rundstreckefahren, so konzentriert bremsen, einlenken, Gas geben, sondern ist ja schon so, alle Hände gleichzeitig nochmal schalten, kuppeln, Gas geben, volles Programm so, ne? Ja. So, und geil, Ansprechverhalten, wirklich trittst drauf, sofort im Griff das Ding. Also das ist wirklich vom Fahrverhalten her geil. Und dann ist es halt irgendwie so, wie komme ich am schnellsten den Berg da jetzt hoch? Genau, wie komme ich am schnellsten von der nächsten zur nächsten Kurve über? Das ist ja zwischendrin auch dann. Hin und wieder kann man es ein bisschen nutzen, dass man rausslidet oder sowas. Aber es ist natürlich auch für die Reifen, die sind ja generell ja nur überfordert. Ja. Also die Reifen können halt nicht recht viel dazu tun. Und mit dem, was man ein bisschen spielen, ist halt sehr, sehr schwierig, auf 1,6 Kilometer immer dann das Gefühl zu bekommen, wie er sich jetzt fährt. Im Gegensatz zu vorher, in der ersten Fahrt, ist ein bisschen weniger Regen, was man jetzt wieder anders da fahren, man muss sich ein bisschen adaptieren. Aber es ist einfach halt jeder Meter einfach so bloß geiler. Das sah jetzt bei dir tatsächlich noch relativ kontrolliert aus. Lässt sich das Auto so einfach fahren oder ist das am Ende doch schwierig, wenn du da jetzt jemanden draufsetzen würdest und sagst, mach mal? Also ich würde jetzt bei dir nicht unbedingt das als mein erstes Bergrennen mit diesem Auto machen. Also man muss da schon, du weißt selber, so Flugplätze, wenn man bei Grip unterwegs war, wo man Platz nutzen kann, man müsste das vorher schon mal ein bisschen üben oder sowas. Deswegen jetzt halt auch, du merkst ja, dass ich schon, aber ich könnte es noch ein bisschen mehr machen, aber wenn es halt schief geht, dann haben wir einen großen Schaden und das will ich natürlich vermeiden. Ja, was ich immer Wahnsinn finde, ist dann selbst, du bleibst ja selbst beim Gegenpendler immer voll drauf stehen, also aus der Kurve raus, irgendwann geht es in die Richtung, ach scheiß drauf, weiter, nächste Gang und so weiter. Ne? Und wie krass die Dinger gehen, hat man erst auf der Gerade gemerkt, wo wir ratzfatz 160, 180 hatten, weil so im Drift aus der Kurve raus merkt man das immer so gar nicht, genau. Ne? Bis du dann wirklich mal drei Gänge so durchziehen konntest. Und ne? Dann geht es halt los, und dem ist es so egal, ob es so drauf geht oder was auch immer, er macht es immer. Geil. Und hat Niki eben auch schon gesagt, man darf immer nicht vergessen, der Technik aus den 80ern. Genau. Also ist halt kein Rallye-Auto aus 2020, ne? Genau. Auch kein aktuelles. Gibt es aktuelle Bergkamp-Autos? Wird sowas noch gebaut? Gut, es gibt viele Leute, die sich jetzt halt neumodische Autos halt auf Gitterrohrrahmen oder was auch immer aufbauen, wo dann irgendwie so Art Formel 1-Technik drunter ist. Also so 8-Zylinder V8-Sauger mit über 500 PS oder was. Die gibt es schon, aber das ist natürlich feinste Technik, so wie Rennen ist. Und da halten wir mit so einem Auto auch dagegen. Hier auf so einer Strecke geht es, wenn es so, aber wenn es dann so top wie eben dahin geht, so schnelle Bergrennen, hast du mit dem halt leider keine Chance. Aber für mich persönlich ist einfach hier das Fahren, weil es halt nur ein Kampf ist. Und dann fährst du selbst durchs Ziel durch, mit den Reifen oder so, ist es dann schon. Vor allen Dingen auch beim Rausfahren merkst du schon, an der Kiste vibriert einfach alles. Aber nicht so gleichmäßig vibriert, sondern beim Gasgeben fängt es an mehr zu vibrieren und so. Genau, also alles. Emotional ist das schon geil. Und ich finde es aber auch Wahnsinn, was die Regenreifen können. Hätte ich so nicht gedacht. Für so kalt einfach losfahren, genau. Gerade so beim Bremsen. Genau. Gerade so beim Bremsen bremst das Ding ja richtig. Und jeder, der auf nasser Straße schon mal gebremst hat, weiß ja eigentlich, wie schlecht das geht, ne? Mit kalten Reifen. Genau. Und die Regenreifen waren jetzt auch kalt. Man könnte da noch mal ein bisschen was machen, wenn man die jetzt vorheizen würde oder was auch immer. Aber es geht ja wirklich um einen Spaß. Und deswegen denke ich, alles prima. Wie viel anders fährt das auf trockener Straße? Fährt der auch so leichtfüßig in den Drift oder musst du da schon mehr machen? Dann kannst du halt mehr richtig Gas geben. Es ist jetzt wirklich, es ist auf der Geraden dann schon mehr Vollgas, also dass du durchdrehst, aber hier ist wirklich nur Halbgas. Also du fährst mit Halbgas auf den Slide raus, weil wenn du Vollgas gibst, dann fährst du halt einfach in die Leitplanke. Es geht nicht. Du hast ja gesehen, also mehr geht ja nicht. Wenn jetzt der schon leicht im Slide rauskommt, bei Halbgas, dann kann ich nicht Vollgas gehen. Das geht einfach nicht. Aber sobald es dann einfach ist, versuchen wir das Ganze schon. Du merkst ja dann, selbst auf der Zielgeraden, da sitzt du da drin, also du kannst nicht einmal so machen, weil du brauchst beide Hände, dass du das so durchziehst. Ja, vor allem, ich dachte mir so, da ist das Ziel, 160 drauf, da hinten kommt die Ortschaft, also so 20 Meter dahinter und er nagelt da einfach volles Ballett rein. Geil. Und das waren jetzt, glaube ich, von der Zeit her irgendwie eine Minute 20. Genau. Was denkst du, geht da auf Regen, wenn du jetzt noch zwei, drei Mal fährst, noch mehr? Also ich weiß nicht, ob ich auf 1,10 hinkommen würde. Das ist dann schon zu viel, da bräuchte man halt wirklich auch neue Reifen. Ja. Die Reifen haben auch schon einiges gelitten und so. Gut im Trocknen? Also ich denke, dann könnte man schon, ich weiß es ehrlich nicht, aber da geht schon einiges mehr, weil du fährst ja dann um die Ecken rum, da fährst du wahrscheinlich zum zweiten. Du gar nicht so runter machst und dann geht das Ding, du schimmst ja dann gleich von unten an und dann geht es halt einfach voran. Ich glaube auch, dass ich im Trockenen deutlich mehr Angst hätte. Glaube ich, das könnte sein, ja. Weil du bist ja sofort
in jeder Kurve 20-30 km/h schneller. Ja. Und das wird das halt sein, wo es dann so richtig ins Gemüse geht. Es ist halt leider so, dass du natürlich auch geschwindigkeitsversaut bist. Und das ist halt wirklich das Problem oder so, weil du ja ein bisschen weißt, was los ist. Und du denkst halt, Herrgott, der Niki kenne ja, ja, der fährt jetzt so in seinem Modus. Aber für jemanden, der jetzt das nicht so direkt weiß, klar, der sitzt jetzt drin und dann innen, in den, also in dem Wald drin, dann ist das halt immer so einfach. Motor hinter einem ist halt auch immer. Geil. Ja. Nee, aber vielen, vielen Dank für diese Erfahrung. Mich hat's gefreut. Hat mega Bock gemacht. Jetzt gucken wir noch, was hier noch so geht. Genau. Und dir weiterhin, wie sagt man, lass alles heilen. Das versuche ich auf jeden Fall. Ja. Euch viel Spaß. Ah, jetzt was zu essen gegeben wird. Warte. Hast du hochgeschafft? Das filmst du jetzt nur, weil du hoffst, dass ich mich auf die Fresse lege, oder? Nein. Soll ich aus dem Spieleparadies abholen? Naja, ich betreibe Spionage noch. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere was. Ach so. Na komm, lass mal einpacken hier. Abfahrt. Das war's vom Bergcup. Ganz andere Welt. Für mich aber extrem cool anzugucken, weil es definitiv eine Sport- und Tuning-Art, die man gar nicht mehr so auf dem Zettel hat. Ich glaube auch leider, dass es nicht mehr so viele Möglichkeiten zum Fahren gibt. Das Coole ist aber definitiv die bunte Mischung des Fahrerfelds. Also von 300.000 Euro Autos gibt es aber natürlich auch ganz normal den Golf 1, 2, 3, Polo 2, Opel Astra etc., die wirklich für Schmales mit ihrem Auto da richtig Spaß im Berg hoch haben. Das heißt Zelle, Sitz, ein paar vernünftige Reifen, wobei ganz viele sind auch mit ganz normalen Straßenreifen gefahren, Fahrwerk, ein bisschen Bremse und schon kann es da losgehen und man kann 9 Mal am Tag den Berg da hoch und runter fahren, hochfahren. Also ich fand's cool. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass auch diese Sportart nicht verloren geht, sondern auch diese Disziplin vielleicht nochmal neu auflebt. Mal gucken, wann ich auch zufälligerweise vielleicht mal so ein Auto in der Richtung irgendwie oder mit dem Arbeit vielleicht mal den Berg hoch oder so. Fände ich auch geil, wenn die den Arbeit da mal umprobiert. Ja. Wir haben mal wieder knapp 1000 Kilometer gemacht heute. War auf jeden Fall geil. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Niki. Und bis zum nächsten Mal.